Es ist der 4. April im Jahr 2015, welcher für die Fanszene von Hessen-Kassel als einer der schwärzesten Tage der Geschichte eingeht. An besagtem Samstag gastiert Hessen-Kassel in der Regionalliga Südwest beim SVN Zweibrücken. Die Ultraszene aus dem Block 30 rund um die Gruppe Szena Kassala 913 ist vor Ort und führt wie gewohnt den Support durch. Die Stimmung im Gästeblock ist gut, da sich ein 0:4 Auswärtssieg für Kassel abzeichnet. Was die mitgereisten Ultras aus Kassel jedoch nicht wissen, bereits während des Spiels wird die Szene von mehreren Spähern in und um das Stadion herum beobachtet. Bei den Spähern handelt es sich um szenenahe Personen aus dem Offenbacher Ultraumfeld, welche an ihrem spielfreien Samstag rund 150 Kilometer weit fuhren, nur um dem Feind aus Kassel einen entscheidenden Stich zu versetzen. Die Rivalität der beiden Städte Kassel und Offenbach, welche knapp 200 Kilometer voneinander trennt, soll hier sicher nicht unerwähnt bleiben. Nach Spielende packt der Gästeanhang wie gewohnt seine Sachen und verlässt das Stadion ohne weitere Vorkommnisse. So kommt es nur wenige Minuten später, in etwa gegen 16 Uhr, zum entscheidenden Vorfall. In einem Gewerbegebiet greifen rund 15 in roten Sturmhauben vermummte Personen gezielt einen Kleinbus aus Kassel an. Der Neuner hält auf einem recht leeren Penny-Supermarkt-Parkplatz, wo die Offenbacher ihre Chance wittern und zuschlagen. Nachdem vorerst die Besatzung an den Türen bearbeitet wird, kommt es durch Gewaltanwendung der Angreifer zur Öffnung des Kofferraumes. In diesem befinden sich in einer großen Tasche sage und schreibe 10 Zaunfahnen der Kasseler Fanszene rund um deren Hauptgruppe. Diese Fahnen können in diesem Moment entwendet werden, wonach die Autos aus Offenbach flink wieder den Parkplatz verlassen. Als die Polizei nur wenige Minuten später um 16 Uhr und 12 Minuten auf dem Penny-Parkplatz eintrifft, sind sowohl die Kassel-Anhänger als auch die Offenbacher wieder spurlos verschwunden. Nur wenige Tage später kursiert ein Bild im Netz, welches Offenbacher mit den gestohlenen Fahnen zeigt. Ein Schock für die Szene aus Kassel. In der anschließenden Sommerpause löste sich die Gruppe Szena Kassala im Anschluss des Fahnenverlustes auf, wodurch sich die Kurve aus Kassel neu strukturieren musste. Nicht unerwähnt bleiben sollen mehrere Angriffsversuche der Kasseler beim direkten Vergleich mit Offenbach rund einen Monat nach dem Vorfall in Zweibrücken. Dabei versuchten rund 50 erlebnisorientierte KSV-Anhänger den Gästeblock zu stürmen und landeten im Anschluss auf der Polizeiwache. Das thematisieren wir dann aber in einem anderen Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere doch gerne unseren Kanal.